Das Kopftuch der muslimischen Frau ist wieder einmal in aller Munde. Der 1. Februar wurde als sogenannter World Hijab Day ausgerufen und mit dem Hashtag Free in Hijab bekannt gegeben. An diesem Tag verkünden viele Musliminnen online ihre Position zum Kopftuch und gehen sogar teilweise auf die Straße, um Nicht-Musliminnen dazu aufzurufen, für einen Moment bzw. ja für einen Tag ein Kopftuch zu tragen und sich mit der Kopftuch tragenden Muslima ja quasi zu solidarisieren. Aber da gibt es wie so oft natürlich auch noch eine Gegenseite, und zwar die altbekannten Feministinnen. Für sie ist dieser Hijab-Day nämlich nicht so romantisch und stellt keine Solidarisierung mit diskriminierten Musliminnen dar, sondern vielmehr sei dieser Tag eine Verharmlosung der angeblichen Unterdrückung von Musliminnen. Denn nach ihrer feministischen Ansicht ist das Kopftuch ja nichts weiter als ein Symbol der Frauenunterdrückung und des sogenannten Islamismus. Nun hört sich das bis hierhin erst einmal nicht, ich würde mal sagen, nicht besonders ungewohnt an. Es wurde ein Hijab-Day ins Leben gerufen und daraus ist eine Debatte entstanden. Auf der einen Seite die Muslime, die versucht, die Menschen um sich herum für ihr Kopftuch zu solidarisieren. Und auf der anderen Seite die Kopftuchgegner, die jede nur erdenkliche Chance nutzen, um die Muslime und explizit die islamische Kleidungsvorschrift anzugreifen. Aber wir wollen diese Debatte nicht aus der Debatte heraus aufgreifen, sondern einen Schritt zurück machen und einen übergreifenden Blick auf die Thematik werfen. Denn mal abgesehen davon, was jetzt die Islamhasser und Kopftuchgegner sagen, und mal abgesehen davon, ob der Hijab den nun zu einer Solidarisierung der Gesellschaft führen kann oder nicht, die eigentliche Frage ist doch, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass so viele Musliminnen weltweit und insbesondere in den westlichen Ländern das Bedürfnis dazu verspüren, für etwas so Natürliches, für etwas ja so Selbstverständliches wie ihr Kopftuch einzustehen und sich dafür auch noch zu rechtfertigen. Geehrte Geschwister im Islam, für uns als Muslime, die unmittelbar von der Atmosphäre in den nicht-islamischen Gesellschaften betroffen sind, es ist enorm wichtig, die ständig neu aufkommenden Situationen richtig einzuordnen und im richtigen Kontext zu verstehen. Heute ist es der Hijab Day, über den wir reden. Das mag isoliert betrachtet ja auch als sinnvoll erscheinen, aber es ist doch leider viel mehr als das. Es sind auch die aggressiven Assimilationsdebatten, die erst die notwendige islamfeindliche Atmosphäre schaffen. Es sind auch die gesetzlichen Restriktionen, die uns Muslime kriminalisieren. Und es ist auch die mediale Hetze, die uns Muslime in den Fokus rückt und als Angesicht des Bösen darstellt. Aus diesen Gründen ist es für uns so wichtig, geehrte Geschwister, diesen Hijab, der nicht losgelöst von der ganzheitlichen politischen Lage zu betrachten und auch nicht auf falsch geführte Debatten hereinzufallen. Denn andererseits werden wir heute hinter einem Hijab-Day herlaufen, morgen hinter einem Fasten-Day und übermorgen nach einem Gebets-Day, aber immer hinten dran und nie zielführend. Und so ein Zustand, geehrte Geschwister, ist weit davon entfernt, was aus unserem kostbaren Islam hervorgeht und was uns der Islam gelehrt hat. Denn der Islam hat uns nicht gelehrt, uns für unsere Werte irgendwie ja zu rechtfertigen, nein. Der Islam hat uns gelehrt, unsere Werte mit Stolz und mit erhobenem Haupt zu tragen. Der Islam hat uns nicht gelehrt, wie eine Fahne im Wind umherzuwehen und auf jeden Trend aufzuspringen, sondern der Islam hat uns gelehrt, wie ein Fels in der Brandung für unsere Position, für unsere Werte, für unser Richtig und Falsch einzustehen. Egal wann, egal wo und egal vor wem. Und möge Allah Ta'ala uns mit der Stärke des Islam stärken, die Ehre des Islam verspüren lassen und stets die notwendige Weitsicht inne zu haben.